Hallo, meine lieben deutschsprachigen Brüder und Schwestern. Heute am Abend des 1. April, Anfang des Sabbats, habe ich mich nochmal eingefunden, um eine weitere Lesung zu machen aus der Zusammenfassung des Buches Rulers of Evil, Herrscher des Bösen von F. Tapper Saucy. Ich hoffe, euch haben die letzten beiden Videos gefallen, mit denen ich sehr viel Spaß hatte, um euch die Sache beizubringen über Miranda Prorsus und Inter Mirifica. Und wie die römisch-katholische Kirche eben von sich meint, dass sie das Geburtsrecht hat, alle Medien, Presse, Rundfunk, Fernsehen, Film, Internet, nicht nur zu gebrauchen, sondern auch zu besitzen. Es war ein zweigeteiltes Video, weil ich bin da sehr tief drauf eingegangen. So viel von Rulers of Evil war da ja gar nicht bei. Aber weil Tapper Saucy das eben erwähnt hat im 9. Kapitel, dachte ich, dass das mal eine gute Lehre sei, da reinzubringen. In den nächsten Kapiteln, die ich lese, wird das nicht ganz so tief reingehen, weil es ist ja nicht die Absicht, das ganze Buch hier zu übersetzen. Das kann ich Andreas auch gar nicht zumuten, der hat so schon Arbeit genug mit den Zusammenfassungen, die ich ihm gegeben habe. Also kann das heute durchaus sein, dass wir vielleicht mal zwei oder drei Kapitel in einer normalen Sitzung hier besprechen, weil ich da nicht so unglaublich tief drauf eingehe. Nur ich habe selbst gemerkt, wo ich die Zusammenfassung aus dem Englischen jetzt gemacht habe und ihm rübergeschickt habe, dass in den letzten Kapiteln, also ab Kapitel 17, das also sehr, sehr tief noch gehen wird und dass halt sehr viel aus dem Buch übersetzt werden muss. Nochmal danke, Andreas, für deine Arbeit, ohne die ich diese Lesung hier heute gar nicht hätte machen können. Und ich schätze das sehr, dass du dir die Mühe machst dafür. Und ich denke, die Antwort, die ich bekomme aufgrund der Klicks, die diese Videos bekommen, ist ja auch eine Anerkennung davon, dass in Deutschland die Leute anscheinend Interesse daran haben, um mehr über die Jesuiten, die römisch-katholische Kirche und diese letzte große Täuschung des Satan zu erfahren, in der wir heutzutage leben. Also in Kapitel 10 fahre ich jetzt fort und das Kapitel heißt Definitionen, Definitions. Aus Websters originalem Wörterbuch von 1828 übersetzt ins Deutsche, da können wir etwas lesen über das Jesuitentum. Und das Wörterbuch möchte ich auch nochmal eben erwähnen. Ich habe mir das im Internet Explorer als Favorit gebookmarkt. Das Websters originale Wörterbuch 1828 kann ich nur jedem anraten, der solche Studien betreibt, und dann vor allen Dingen in Englisch, weil das ist ja ein englisches Wörterbuch, um sich das auch mal anzuschauen, solange es das online gibt. Und man wird auch hier eben wieder feststellen können, dass spätere Editionen, jetzt nicht mal speziell von den Websters, aber hauptsächlich von solchen Brunnen wie die katholische Enzyklopädie oder die Enzyklopädie Britannica, dass in späteren Editionen oftmals Dinge nicht mehr drinstehen, die in früheren drinstehen. Von daher ist das Originalwörterbuch von 1828 mal ganz interessant, um zu lesen, was hat das denn über die Jesuiten zu sagen. Das Jesuitentum, sagt Websters, die Künste, Prinzipien und Praktiken der Jesuiten. Durch Triebenheit, Täuschung, Heuchelei, Verdrehung der Wahrheit, Techniken der Täuschung zur Erzielung eines Effektes. Kasuistik geht hier weiter jetzt das drauf ein. Habe ich ja schon erklärt letztes Mal, was Kasuistik und Sophistik sind. Hier wird die Kasuistik noch einmal kurz erklärt, weil das hat dann direkten Bezug zum Kapitel 10 der Definitionen in Herrscher des Bösen. Kasuistik nennt sich die Technik, moralische Prinzipien fehlerhaft anzuwenden, indem für den Einzelfall entschieden wird, was richtig und was falsch ist. Das Wort Kasuistik kommt von Kasus oder Kasus im Original. Webster setzt Kasuistik mit Rationalisierung gleich. Zitat: Um etwas vernünftig erscheinen zu lassen, um plausible, aber unzutreffende Gründe für eine Handlung verantwortlich zu machen. Ende Zitat. Und wie habe ich es genannt? Haarspalterei und dergleichen. Ja? Nun, Tapper Saucy schreibt: Der große jesuitische Kasuistiker Antonio Escobar entschuldigte bösartiges Handeln immer dann, wenn es der Erreichung eines vornehmen Zieles galt. Zitat: Die Reinheit der Absicht, erklärte er in 1627, möge die Handlungen rechtfertigen, die dem moralischen Kodex und den menschlichen Gesetzen widersprechen. Ende Zitat.
Der Jesuit Hermann Busenbaum bestätigt Escobar mit seiner eigenen berühmten Maxime. Zitat: Cum fines est licitus, etiam media sunt licita. Ende Zitat. Das heißt auf Deutsch: Wenn das Ziel gerecht ist, dann sind es auch die Mittel. Also wenn jeder von uns so handeln würde, dann würden wir in dem leben, was man allgemein als Anarchie bezeichnet. Obwohl ich da nicht ganz mit einverstanden bin mit der allgemeinen Bezeichnung von Anarchie, weil Anarchie heißt ja nur die Abstinenz der Herrschaft. Das heißt aber nicht die Abstinenz von Gerechtigkeit. Wenn man Anarchie aufbaut auf den Gesetzen Gottes und ich habe nur Gott als meinen Herrscher, dann ist das doch in Ordnung. Ich habe halt keinen menschlichen Herrscher vor mir. Aber wenn das Ziel gerecht ist, dann sind es auch die Mittel, ist eben die Maxime der Jesuiten. Bei Escobar und Busenbaum lassen sich auf diese Kerndoktrin des Terrorismus verschmelzen. Der Zweck heiligt die Mittel. Oder wie es im Englischen so schön heißt, the end justifies the means. Dies ist auch das Motto des Wirkens der Jesuiten, wie in ihrem Eid, das wir da nachlesen können. Diesen Eid, habe ich ja schon mal drauf angesprochen, werde ich in einem Extra-Video komplett auf Deutsch vorstellen, wenn ich jemals dazu komme, Andreas so weit zu bringen, das eben auch zu übersetzen. Bis dahin verweise ich auf die englische Version, die in meiner Playlist Nothing But The Truth zu finden ist, die ich ja bereits erwähnt habe. Da könnt ihr das gerne mal nachschauen. Das ist eine gute 2 Stunden lange Sendung, wo ich darauf eingehe und den Jesuiten-Eid vollständig im Englischen vorlese und zusammen mit Michael Adams von Nothing But The Truth in der Zeit damals erkläre und bespreche. Der Autor fährt fort: Wenn wir alleine nur die Definition des Wörterbuchs betrachten, wird bereits klar, dass Jesuiten Kirchenmänner und Lehrer einer zweifelhaften moralischen Rechtschaffenheitslehre sind, die uns höchstwahrscheinlich betrügen, die uns hintergehen, sich gegen uns verschwören, hallo Verschwörungstheoretiker, Intrigen schmieden, uns täuschen und verwirren, wobei sie es vermeiden, dieses durch ihre Worte preiszugeben. Wenn wir die Veröffentlichungen ihrer Moralisten studieren, schwingt dort die Gegenwart des Trickbetrügers mit. Wer ist der Trickbetrüger? Bacchus, Nimrod, Satan. Aber zur Verteidigung der Gesellschaft Jesu muss festgehalten werden, dass es sich dabei um legitime Charaktereigenschaften für einen Milizionär handelt, der durch eine Kriegserklärung ermächtigt worden ist. Und wir sollten uns daran erinnern, dass die von Paul III., also Papst Paul III., erlassene Bulle mit dem Titel Regimini Militantis Ecclesiae genau solch eine Erklärung ist. Das menschliche Leben unterliegt dem ersten bedeutenden Gesetz eines erklärten Krieges, Belli Legum Dormit. Das heißt, im Krieg ruht das Gesetz. Wenn das Gesetz ruht, dann sind die einzigen Waffen des unbewaffneten Priesters die Intrige, die Täuschung, die Mehrdeutigkeit, die Kasuistik und geistige Vorbehalte, das heißt, wie ich immer übersetzt mit Mental Reservations, diese geistigen Reservationen oder eben geistige Vorbehalte, mittels derer sich die Jesuiten so berühmt gemacht und auch oft in Verachtung gebracht haben. Um es kurz auf den Nenner zu bringen, hier ein Bibelzitat, das jedem deutlich machen sollte, dass wirklich alles in der Bibel bereits beschrieben steht. Im 2. Buch der Korinther, Kapitel 11, Vers 13 bis 15, lesen wir, Zitat: Denn solche falsche Apostel und trügliche Arbeiter verstellen sich zu Christi Aposteln. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichtes. Darum ist es auch nicht ein großes, wenn sich seine Diener verstellen als Prediger der Gerechtigkeit, welche Ende sein wird nach ihren Werken. Ende Zitat. Es steht in der Bibel deutlich drin, dass diejenigen, die sich vortun, das Gute predigen zu wollen,
und es nach ihren Worten auch tun, etwas ganz anderes damit im Sinne haben. Nun, dieses Zitat kommt aus der Bibel und ihr wisst ja, dass ich normalerweise immer anrate, die König James Bibel zu lesen. Ich weiche da auch nicht von ab. Aber das ist mein persönlicher Standpunkt und den zwinge ich niemandem auf. Ich rate nur jedem an, der die Möglichkeit besitzt, der das Englische beherrscht, vergleichend andere moderne Bibeln daneben zu legen, neben die König James, und selbst zu sehen, wo die ganzen verschiedenen Korruptionen in der Bibel stattgefunden haben. Und ich habe letzte Woche nochmal das Video geguckt von Walter Veit, Krieg der Bibeln, also das Battle of the Bibles in Deutsch, und da hat er auch die 1984er von Luther neben die 1912er gelegt. Und ich hatte mir damals, als ich zum Christentum, ja, ich kann ja nicht sagen übergetreten bin, wäre von irgendwo übergetreten, aber zum Christentum gefunden habe, als ich zu Jesus gefunden habe, war die erste Bibel, die ich mir gekauft hatte, die ich mir damals habe zuschicken lassen von der Deutschen Bibelgesellschaft, die Luther 84, weil ich dachte, das ist eine gute Bibel, ist ja Luther, ist ja gut. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, als ich sie aufgetan hatte und verglichen hatte mit der König James Bibel. Was für ein Abfall hat sich da eingeschlichen. Nun, Walter Veit erwähnt in seiner Lesung auch die Schlachter von 2000. Und die scheint eine noch ziemlich unkorrumpierte Bibel zu sein. Also möchte ich heute sagen, nehmt die Luther 1912, nehmt die Schlachter 2000 und, wenn ihr könnt, die King James und legt die nebeneinander. Und dann werdet ihr selbst sehen, inwieweit diese Bibeln zu vertrauen sind. Ich mache hier keine Werbung für die King James, ja, aber es geht mir darum, dass Gott eben nur ein einziges Mal ein wahres Wort gesprochen hat. Und wenn er das hat, dann kann es auch nur eine Bibel geben, die das wiedergibt. Dann kann es nicht 25.000 verschiedene Versionen geben und die sind alle wahr. Das kann nicht. Jedes Wort, das Gott sagt, ist wahr. Und das kann nur in einer Bibel richtig drinstehen. Damit streite ich jetzt nicht die deutschen Bibeln ihre Richtigkeit ab, aber es geht ja darum, dass die eben von Menschen übersetzt wurden. Das wurde die König James auch. Aber wenn man sich mit der Geschichte der König James Bibel beschäftigt, dann weiß man, wieso sie die einzig wahre ist. Und da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Halt ein Tipp von mir, nehmt ruhig andere Bibeln und seht, ob ihr da das wahre Wort Gottes in erkennt. Mehr möchte ich jetzt da nicht drüber verlieren. Aber es ist ja auch kein großes, wie hier im Korinther geschrieben steht. Wenn sich seine Diener verstellen als Prediger der Gerechtigkeit, wenn sich seine Diener also vortun als Leute, die euch die Wahrheit sozusagen bringen und erzählen und es eben in Wirklichkeit verdrehen. Es steht ja darin, welcher Ende sein wird nach ihren Werken, nicht nach dem, was sie sagen, sondern nach dem, was sie tun. Sie können euch erzählen, so viel sie wollen, wenn sie die Bibel dann nehmen und verdrehen, dann sind das ihre Werke und nach ihren Werken werden sie gerichtet werden. In Kapitel 11 von Herrscher des Bösen, ein sehr interessantes Buch, ein sehr interessanter Teil dieses Buches, den ich hier nicht so allzu groß genommen habe. Eigentlich schade, weil gerade die Vorstellung von Sun Tzu, den wir gleich kennenlernen werden, wie er damals das Vertrauen des chinesischen Kaisers so gesagt gewonnen hat, die Art und Weise, wie er mit der Ausbildung seiner Soldaten vorgegangen ist, ist interessant. Das habe ich hier jetzt in dieser Lesung nicht erwähnt. Das müsst ihr dann vielleicht selbst in Rulers of Evil mal nachlesen im Kapitel 11. The 13 Articles Concerning Military War. Die 13 Abschnitte über die militärischen Künste. Die Grundlage der römisch-katholischen Verfolgung war politisch. Katholiken waren dem Pontifex Maximus, dem Bischof von Rom, zum Gehorsam verpflichtet. Das ist heute auch noch so. Das darf man nie vergessen. Wenn jemand katholisch ist, dann hat er als seinen obersten Chef, als sein Gewissen den Papst. Er hat nicht Gott und er hat schon gar nicht, wenn er jetzt ein Politiker ist, das Volk, das er vertritt, sondern er ist dem Papst zugehörig und dem Papst ist er zu Gehorsam verpflichtet. Und deswegen agieren unsere Politiker so, wie sie agieren. Sie sagen, dass sie das für das Volk tun, aber im Grunde
folgen sie nur der Agenda desjenigen, dem sie zu Gehorsam verpflichtet sind. Und das ist der Papst. Und wenn sie aus der Rolle fallen, dann fallen sie mal aus dem Flugzeug, dann ertrinken sie mal in der Badewanne, dann werden sie mal im Auto erschossen, dann werden sie mal vergiftet, dann kriegen sie mal einen Herzanfall oder. Katholiken waren und sind dem Pontifex Maximus, dem Bischof von Rom, zum Gehorsam verpflichtet. Der Bischof von Rom war und ist heute noch ein fremder Herrscher, dessen öffentliche Politik es war, den britischen König und seine protestantische Kirche als zu vernichtende Ketzer zu bezeichnen. Das ist nicht eine lose Behauptung von Tappasauce in diesem Buch, das kann man nachlesen in den 125 Flüchen, die die Jesuiten zum Ende des Konzils von Trient zwischen 1545 und 1563 ausgesprochen haben. Und dieses Konzil von Trient wurde nochmal bestätigt mit Vatikan II zwischen 1962 und 1965. Und wenn ihr das nicht glaubt, schaut bitte selber auf die katholischen Webseiten. Es steht da auf den eigenen vatikanischen Webseiten so drauf. Man kann das nachlesen. Einem Katholiken das Wählen zu erlauben oder ihm zu erlauben, ein öffentliches Amt zu bekleiden, war vom Standpunkt der amerikanischen Kolonisten gleichbedeutend damit, ihre Kolonien einem fremden Herrscher auszuhändigen. Einen wesentlichen Anteil an der Bewahrung der persönlichen Freiheit im protestantischen kolonialen Amerika hatte es, die römischen Katholiken aus der Regierung herauszuhalten. Aber dann kam es zur Revolution. Die koloniale Bürgerschaft kämpfte für ihre Unabhängigkeit von Großbritannien und gewann. Und das, muss ich da eben einfügen, das war von Anfang an das Ziel. Die römisch-katholische Kirche hat zur Zeit von Königin Elisabeth und später König James, der ja die Bibel dann fortgebracht hat 1611, ständig versucht, das damals protestantische England umzuwerfen und wieder Fuß zu fassen in England, und sie haben es nicht geschafft. Gott hat es selbst deutlich werden lassen, als er die spanische Armada vor der Küste Englands in einem aufkommenden Sturm über Nacht zerschmetterte. Er hat damals seine schützende Hand über das protestantische englische Königreich gehalten und dafür gesorgt, dass der Protestantismus weitergehen konnte und dass wir schlussendlich eben auch die 1611er Bibel von König James bekommen konnten. Aber die koloniale Bürgerschaft, also die Kolonisten in den Kolonien, das dann später Amerika wurde, kämpfte für ihre Unabhängigkeit in Großbritannien und gewann. Und warum taten sie das? Das werden wir in späteren Kapiteln noch sehen. Das hat zum Beispiel zu tun mit der berauschenden Wirkung des Tees. Ja? Boston Tea Party und sowas sind euch ja auch alles wahrscheinlich Begriffe. Die Jesuiten haben so ein schönes Theater gespielt, dass sie den kolonialen Bürgern, also den Kolonisten, damals vorgespielt haben von, ey, passt auf, England ist wieder katholisch oder wird wieder katholisch, ihr müsst euch davon absondern, sonst werdet ihr nämlich auch katholisch. Und deswegen hat man die Kolonisten davon überzeugen können, für ihre Unabhängigkeit eben zu kämpfen und dann eben in dem Fall auch noch zu gewinnen. Sie verabschiedeten eine Verfassung, die dazu beitrug, ihr Land einem fremden Eroberer auszuliefern. Man bedenke die Gesetzmäßigkeiten. Bevor die Verfassung der USA ratifiziert worden war, hatten amerikanische Katholiken weniger Bürgerrechte. Nach der Ratifikation hatten sie alle Bürgerrechte. Alle! Artikel 6, Sektion 3 sieht vor, dass, Zitat, niemals ein Test bezüglich der Religion zur Qualifizierung für ein Amt oder den Staatsdienst in den Vereinigten Staaten nötig sein wird. Zitat Ende. Während der erste Verfassungszusatz dem Kongress verbietet, Zitat, jegliche Art von Gesetzen bezüglich der Etablierung oder des Verbots der Ausübung einer Religion zu erlassen. Ende Zitat.
Mit Artikel 6, Sektion 3 und dem ersten Verfassungszusatz hieß die Verfassung Agenten des Pontifex Maximus, des weltgrößten Feindes des Protestantismus, in den Rängen der Regierung willkommen. Mit anderen Worten, um es noch deutlicher zu sagen, die in der Verfassung der USA verankerte Religionsfreiheit hat der römisch-katholischen Kirche Tür und Tor geöffnet. Warum? Weil es der römisch-katholischen Kirche nicht gelang, England zu erobern, wie ich bereits anführte, unter anderem mit der spanischen Armada und auch dem Gunpowder Plot, also dem Schießpulverkomplott von 1605, mussten sie die Kolonien der neuen Welt abtrennen vom englischen Königreich, um dort Fuß zu fassen. Dies war von langer Hand vorbereitet und der größte Erfolg von Lorenzo Ricci, dem Jesuitengeneral, der 1758 die Gesellschaft Jesu übernahm. Wir werden später noch lesen, wie seine Handlungen dazu beitrugen, die biblische Prophezeiung aus Offenbarung 13 Wirklichkeit werden zu lassen. Jetzt kommen wir zur ersten Erwähnung von Sun Tzu. Also Sun Tzu wird er geschrieben, ne? S-U-N-T-Z-U, Sun Tzu. War in den westlichen Sprachen unbekannt, bis Joseph-Marie Amiot, Astronom des Kaisers von China, eine französische Ausgabe der 13 Artikel in 1772 hervorbrachte. Jetzt denkt mal eben nach. 1772. Ausgerechnet in dem Jahr kommt der Jesuit Joseph-Marie Amiot, Astronom des Kaisers von China, mit der französischen Ausgabe der 13 Artikeln hervor. Warum ausgerechnet 1772? Wenn wir doch geschichtlich bewiesen wissen, dass 1773 die Jesuiten verboten wurden. Und wir lernen später noch, wenn wir es nicht schon gelernt haben, den Ausdruck Blown Cover as Cover. Also eine Deckung, die auffliegt, um etwas anderes zu verdecken. Nun, der Autor fährt fort hier, dass also eine französische Ausgabe der 13 Artikel in 1772 hervorbrachte. Amiot, wie ich eben schon sagte, war ein Jesuitenpriester. Der General Ricci gehorchte. Natürlich, jeder Jesuitenpriester gehört seinem General. Perende ad cadava. Kadaverhorsam. Das kennen wir ja schon. Meine Schlussfolgerung, das ist jetzt Tapa Saucy, dass Ricci der Verfasser von Amiots Sun Tzu ist, basiert auf der Bemerkung des heutigen höchsten Wortführers der Jesuiten, Malachi Martin, der ja auch ein fantastisches Buch geschrieben hat, The Keys of This Blood. Der als pensionierter Professor am Pontifikalen Institut in Rom tätig ist. Er bemerkte, dass von einem Buch, das von einem Jesuiten geschrieben worden ist, aufgrund des Faktors des Gehorsams davon ausgegangen werden muss, dass es im Wesentlichen ein Werk seines Jesuitengenerals sei. Man kann also davon ausgehen, dass Amiots Sun Tzu von Lorenzo Ricci geschrieben worden ist. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich mich bis jetzt noch nicht an das Werk The Keys of His Blood gewagt habe von Malachi Martin, weil er das, denke ich, dann ja wohl auch mit der Zustimmung des damaligen Jesuitengenerals Peter Hans Kolvenbach geschrieben haben wird. Nun, ich muss die Zusammenfassung von Kunst des Krieges nicht viel weiterführen. Es ist absolut notwendig für den Leser selbst nachzulesen, wie Sun Tzus Methoden in modernen, gehirngewaschenen Armeen auf der ganzen Welt angewendet werden. Ich werde jetzt also dieses Kapitel mit dem Folgenden abschließen. Diese Einleitung bestätigt, dass die Kriegserklärung von Papst Paul III., Regimini Militantis Ecclesiae, von dem Schutz des Lebens der Nation handelt, welche gleichbedeutend mit der römischen Kirche ist. Um die Kirche zu schützen, und das hatten wir damals auch besprochen, als ich von den Notarikon sprach, RME, Regimini Militantis Ecclesiae, Rom, dass das halt gemacht wurde, um den Staat zu schützen. Die Kirche ist ein Staat, wie wir gelernt haben, für den dieser Jesuitenorden aufgerichtet wurde.
Um die Kirche zu schützen, fährt der Autor fort, mag es notwendig sein, dass der Jesuitengeneral seine Soldaten opfert, seine Bürger und, wenn es unbedingt notwendig sein muss, seinen Souverän, den Papst selbst. In einem sehr wahren Sinne steht der General so undurchschaubar alleine da und ist so allmächtig, dass er im Krieg ist mit jedermann. Sich selbst aufopfernd, genau wie Saturn, der gottväterliche Gott Roms, seine eigenen Kinder verschlang, dafür verweise ich auf meine Lesung von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, da lernen wir das ja, um einen Gegner zu besiegen, ohne sich zu prügeln, ist genau das die gesetzmäßige Pflicht des großen Generals. Sun Tzu schreibt selbst dazu, Zitat: Ohne offenen Krieg, ohne Blut des Gegners zu vergießen und ganz ohne ein Schwert zu ziehen, erobert der kluge General Städte. Ohne einen Fuß in ein fremdes Königreich zu setzen, findet er Mittel und Wege, dieses zu erobern. Er handelt auf eine Art und Weise, dass seine Untergebenen zu keiner Zeit seine Absichten erraten können. Ich muss hier mal eben pausieren und zurückgehen auf den Teil im Kapitel 10, wo ich gerade vorgelesen hatte aus Websters Wörterbuch. Das Jesuitentum durch Triebenheit, Täuschung, Heuchelei, Verdrehung der Wahrheit, Techniken der Täuschung zur Erzielung eines Effektes. Genau diese Sachen sind jetzt ja hier gerade eben erwähnt worden. In Sun Tzu selber. Und das hat eben auch mit dieser Kasuistik zu tun. Fahren wir fort, was Sun Tzu hier erzählt. Er lässt sie den Ort wechseln und führt sie sogar an sehr schwierige Orte, an denen sie arbeiten und sterben müssen. Wenn ein kluger General zu handeln beginnt, dann ist der Feind bereits besiegt. Wenn er kämpft, dann muss er alleine mehr bewerkstelligen als eine ganze Armee. Nicht durch die Stärke seines Arms, aber durch die Besonnenheit, seine Art Kommandos zu geben und vor allem durch seine Tricks. Lorenzo Riccis überzeugendster Trick war die Auflösung der Gesellschaft Jesu. Ein Unterfangen, das den Zusammenbruch der Tempelritter 4 Jahrhunderte zuvor imitierte. Mit einer erstaunlichen Präzision verlief diese Auflösung zugleich zu der Eskalation der Feindschaften zwischen den amerikanischen Kolonien und der britischen Krone. Zu bestreiten, dass Lorenzo Ricci die amerikanische Unabhängigkeit orchestrierte, mag gleichbedeutend damit sein, sein Talent zu verkennen und sein Amt zu erniedrigen. Das war das Ende von Kapitel 11 und ich fahre jetzt noch fort in Kapitel 12, das getitelt ist Lorenzo Riccis War oder Lorenzo Riccis Krieg. Tatsächlich war der gesamte katholische Klerus in England zu einem gewissen Grad verborgen, was einem Gesetz zu verdanken war, das es römischen Katholiken verbot, klerikale Bekleidung zu tragen. Sie durften auch keine Messe halten und sie durften keine öffentlichen Ämter bekleiden. Veröffentlicht mit der Absicht, es dem Papismus zu erschweren, könnte das Gesetz auch von Jesuiten geschrieben worden sein, da es das Profil der Jesuiten vollständig verschwinden ließ, auf ein Niveau, das von geheimen Militaristen bevorzugt wird. Im London des 18. Jahrhunderts wimmelte es von getarnten jesuitischen Missionaren, die an Orten wie St. Omers, das ist im Norden Frankreichs gelegen heute, früher Belgien, als es noch Flandern war, in Moraltheologie, da wurden sie ausgebildet, an Orten wie St. Omers, in Moraltheologie, das umfasst Kasuistik, das umfasst Mehrdeutigkeit, das umfasst geistige Vorbehalte, Spionage, mysteriöser Diplomatie, Guerillataktiken und der Manipulation der öffentlichen Meinung ausgebildet wurden. Eine kleine interessante Wissenschaft kommt hier nochmal eben zu. Der Name City, C-I-T-I, City, Stadt, bezeichnet immer einen Ort, an dem sich ein Bischofssitz, englisch See, S-E-E, befindet. Stuhl einer Autorität, vom lateinischen sedes, bei dem es sich um ein Gebiet handelt, das einer Supervision untersteht, also einer Aufsicht untersteht.
Kein Ort in England wurde City genannt, wenn dieser nicht von einem Bischof regiert wurde. So wie beim Bischofssitz, englisch See, also S-E-E, der, Zitat, City of Canterbury, City of York, City of London, City of Bath and Wells, City of Bristol, City of Salisbury, etc. Mit der Gründungsurkunde von Philadelphia errichtete William Penn für die verfolgende Kirche von England einen nahezu unsichtbaren Mechanismus, um die Opfer der Verfolgung wiederzuverwerten. Jetzt kommt ein Abschnitt, den ich in englischen Videos bereits unzählige Male besprochen habe. Die Carols. Und wir werden auch in der weiteren Besprechung von Herrscher des Bösen noch tiefer auf die Carols eingehen. Aber jetzt werden sie euch mal eben kurz vorgestellt. Wer sind die Carols? Wer waren die Carols? Und da gibt es ein sehr interessantes Zitat von einem heutigen Nachkommen der Carols im Internet, das man noch nachlesen kann, wo er selbst sagt, dass die Carols bei der Gründung der Vereinigten Staaten die Figuren waren, die unter dem Radar flogen, unerkannt blieben. Diese Carol-Familie stelle ich euch jetzt mal anfänglich schon mal ein wenig vor. Wir hatten ja schon, glaube ich, kurz über John Carroll gesprochen. An dieser Stelle soll euer Interesse geweckt werden, etwas über die verborgenen Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika zu erfahren. Um Großbritannien ohne einen Krieg zu besiegen, benötigte Lorenzo Ricci die Fähigkeiten und Ressourcen der Carrolls, einer bedeutenden Familie in Maryland. Und ihr wisst ja, dass Maryland gegründet wurde von diesem Andrew White, daher kommt das White House, und dass es gewidmet wurde an die heilige Maria, die Königin des Himmels, Queen of Heaven. Mary, die Jungfrau Maria, sozusagen, die die römisch-katholische Kirche ja überall anbetet und über Christus selbst erhebt. Und diese Familie, die Carols, kamen eben in Amerika aus Maryland. Die drei Söhne der Carols, Daniel, John und Charles, ihr Cousin ersten Grades, Charles, die allesamt in ihren Zwanzigern waren, waren in St. Omers in jesuitischer Kriegsführung ausgebildet worden. Nun, Tapasorsi geht hier nicht weiter darauf ein, ich kann euch aber erzählen, dass John Carroll, der später der erste katholische Bischof in Amerika wurde, was wir später auch noch lernen in dieser Buchlesung, 26 Jahre unter anderem in St. Omers, in Brügge, in Lüttich und in anderen jesuitischen Universitäten ausgebildet wurde und dass Daniel und Charles 14 bzw. 16 Jahre Jesuitentraining hinter sich hatten. Und da gibt's auch gleich noch eine interessante Quote später hier in dem Buch von Manly P. Hall darüber. Da an solche Sachen muss man sich dann sicher erinnern. John unterrichtete dort, also in St. Omers. Charles studierte Jura am jesuitischen Louis Le Grand College in Paris, um seine Ausbildung im Inner Temple, also im inneren Tempel von London, weiterzuführen. Dieser innere Tempel von London ist auch bekannt als The City of London. Dies, die The Square Mile, die Quadratmeile, das der Templerort, der heute noch da ist und der das Bankenzentrum der Welt ist, wo auch die Krone ist, wo die Krone ihren Sitz hat in England. Also um seine Ausbildung am inneren Tempel von London weiterzuführen. Daniel, nun von Daniels Aktivitäten zwischen 1753 und 1781 ist nur sehr wenig bekannt. Sehr wohl bekannt ist jedoch, dass die Carroll-Jungs zu den reichsten lebenden Amerikanern gehörten. Da kann ich ja gerne nochmal eben einfügen, wer Englisch kann, sollte sich ja unbedingt die Lesung anhören von Tom Fress, Inquisition Update, auf First Amendment Radio findet ihr die Videos von seiner Lesung von des globalen Vatikan, The Global Vatican, von Francis Rooney, einem Malteserritter und dem Botschafter der Vereinigten Staaten an dem Vatikan zwischen 2005 und 2008 geschrieben. Er hat da noch ein bisschen tiefer nachgeforscht
und rausgefunden, dass die Carrolls im Grunde eine uralte Söldnerfamilie waren, die unglaublichen Reichtum erworben hat, durch eben für den Vatikan bereits bestimmte verschiedene Kriege zu führen. Und da gehe ich jetzt hier in diesem Buch nicht so drauf ein. Man muss halt verschiedene Studien machen, um solche Dinge zu lernen. Also sehr wohl bekannt ist jedoch, fährt Tapassource hier fort, dass die Carroll-Jungs zu den reichsten lebenden Amerikanern gehörten. Die Mutter von Daniel und John, Eleanor Darnall, beanspruchte eine direkte Nachfahrin der Calverts zu sein. Und Calverts ist doch die Familie, die ich gerade eben erwähnt hatte, die diesen Nachtrag gebracht hat, dass die Carrolls unter dem Radar flogen. Das ist Calvert Carroll, derjenigen Familie, die das ursprüngliche Maryland besaß. In ihre Hände war der größte Teil des Landbesitzes gefallen, den Daniel später dem District of Columbia übereignen sollte. Klingelt's? District of Columbia? Washington, D.C.? Charles Carroll bewohnte Amerikas größten privaten Landsitz. Später sollte er von John Adams als der reichste amerikanische Bürger bezeichnet werden. Sun Tzu machte sich eine List zunutze, die im Fachjargon der modernen Experten für verdeckte Operationen als Blown Cover as Cover bezeichnet wird. Wie ich bereits erwähnte, eine Tarnung zur Tarnung auffliegen lassen. Es wird Zeiten geben, in denen du dich erniedrigen musst. Das sind die Worte von Sun Tzu, in denen du vorspielen musst, dass du Angst hast. Manchmal musst du Schwäche vortäuschen, damit deine Feinde dich aus Überheblichkeit und Stolz unüberlegt angreifen. Verbreite unzutreffende Informationen über deinen Zustand. Der Feind, der es für wahr hält, wird sich dementsprechend gegenüber dem ihm dienenden Generalen und allen seinen Offizieren verhalten. Ja, plötzliches Unglück wäre sogar ein Segen für die Gesellschaft Jesu. Nun, bevor ich weiterlese, ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn ihr den nicht versteht, ihr vieles nicht begreifen werdet. Die meisten Menschen heutzutage, mit denen man über die römisch-katholische Kirche spricht, und denen man versucht beizubringen, zu sagen, dass Rom die Welt regiert, die lehnen sich in ihrem Sessel zurück und fangen an zu lachen. Ja, der Vatikan, die sind ja so arm, die haben ja gar kein Geld, die haben ja gar keine Macht. Genau das wollen sie euch glauben lassen. Wie sagt Sanzu es hier? Der Vatikan wird von den Jesuiten kontrolliert. Das ist ja nun mal eine deutliche Tatsache. Das kann man ja auch neben meiner Lesung hier gerne studieren. Und die Jesuiten sind ein militärischer Orden. Und dieser militärische Orden passt die Politik von Sun Tzu zu. Und er sagt hier: Manchmal musst du Schwäche vortäuschen, damit deine Feinde dich aus Überheblichkeit und Stolz unüberlegt angreifen. Oder damit sie dich gar nicht als Feind erkennen? Wie ist es denn damit? Wenn ich mich so unschuldig, so arm und so machtlos vortue und jeder das glaubt, trotzdem kommen die ganzen Präsidenten, Könige und Ministerpräsidenten vor meine Knie fallen und küssen mir die Füße und küssen meinen Ring. Aber das interessiert ja nicht, das tun die ja nur, weil sie katholisch sind oder was? Katholisch heißt doch, dass ich den Papst als meinen obersten Hirten habe. Wenn die römisch-katholische Kirche das wirklich so toll geschafft hat, sich als so machtlos und arm darzustellen, und die Menschen glauben das, dann sehen sie den Feind nicht. Wisst ihr, wie man das auch sagt? Der Wolf im Schafspelz. Eine perfekte Verkleidung. Wisst ihr, Satan wird sich nie irgendwo hinstellen, sich in irgendeiner Art und Weise den Menschen zu erkennen geben und sagen, hier bin ich und ich mach das alles. Nein, dann wüssten sie ja, dass das alles sein Tun, Machen und Schaffen ist. Da geht's ja gerade drum. Man soll ja eben denken, dass er ein Diener des Lichts ist, wie es in der Bibel geschrieben stand. Und seine Diener sind eben auch
Menschen, die sich für die Gerechtigkeit vortun. Man muss hinter die Fassade gucken. Und dafür muss man studieren. Und ich komme da nochmal drauf zurück. Das wichtigste Studium ist das Studium der Bibel. Da steht es bereits alles drin. Ihr braucht meine Lesung nicht. Ihr braucht meine Vorträge hier nicht. Ihr braucht keine anderen Bücher als die Bibel. Die ganzen anderen Bücher, die ich lese und die ich auch anbefohlen habe und die ich auch in der Zukunft noch lesen werde, sind ja nur dazu da, um aus einer anderen Sicht die Bibel zu bestätigen, Gottes Wort nochmal auf andere Art und Weise, vielleicht leichter zugänglich, vielleicht von einer säkulären Sichtweise anstatt von einer spirituellen Sichtweise, zu versuchen zu erklären und euch deutlich zu machen, dass alles auf dieser Welt von Religion abhängt. Und ich habe jetzt bewusst das Wort Religion gewählt, weil Religionen sind menschengemacht. Gott, an Gott zu glauben, an den Gott von Abraham, Isaak und Jakob, an den Gott der Bibel, der alles geschaffen hat, das ist keine Religion. Das ist an die Wahrheit zu glauben. Aber Religion, menschengemachter Glaube, Katholizismus, Islam, Buddhismus und wie sie alle heißen, alle diese Religionen, die ihren Ursprung in Babylon gefunden haben, wo der Sohn Noahs nach der Sintflut hinzog und das erste Königreich und die erste Stadt errichtete, alles das ist menschengemacht. Und nur die paar Leute, die sich später Gott zugewandt hatten, Abraham, Isaak und Jakob, Jakob, der Israel wurde, und dem seine 12 Söhne, dann die 12 Stämme Israels, dargestellt haben. Und diese 12 Stämme teilweise, leider nicht immer, Gott gefolgt haben. Das Israel, das sind gottesgläubige Menschen, das hat nichts mit Religion zu tun. Das ist die Saat, die Gott am Anfang auf die Welt gesetzt hat. Schaut mal dazu das Video von Walter Veit, die Gesinnung des Herodes. Und dann versteht ihr diese zwei Linien, die Linie des Kain und die Linie des Seth. Und wie Gott bereits gesagt hat in Genesis, also im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, das müsste ich mir jetzt mal eben auf Deutsch raussuchen, um es deutlich zu sagen, Zitat: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Zitat Ende. Das sind die zwei Linien auf dieser Welt, die den spirituellen Kampf, der im Himmel stattfindet, hier auf diese Erde übertragen und im Fleischlichen fortführen. Das muss man halt mal begriffen haben. Und wie gesagt, Religion ist menschengemacht, aber der Glaube an Gott kommt von Gott und nicht vom Menschen selber. Na, ich werde nochmal eben ein Stückchen weiterlesen in Rulers of Evil. Also, ja, sagt Tapasauce hier, plötzliches Unglück wäre sogar ein Segen für die Gesellschaft Jesu. Und was für ein Unglück das war und wie genau das über die Gesellschaft Jesu fiel, das werden wir jetzt sehen. Ja, eine Sache, die der Leser des Buches nach und nach verstehen wird, während er die Jesuiten studiert, kann ich hier bereits ansprechen. Die Verbannung der Gesellschaft Jesu durch Papst Clemens XIV. Und seine Bulle Dominicus ac Redemptor im Jahr 1773 wurde lange vorausgeplant durch General Lorenzo Ricci. Viele Leute sagen, dass die Jesuiten Macht über den Papst haben, seit diese 1814 wieder eingeführt waren. Ich kann euch dagegen mitteilen, und das bin ich ja, das ist nicht Tapasauce, ich kann euch hingegen mitteilen, dass durch sorgfältiges Studium der Geschichte deutlich wird, dass zumindest auch schon Papst Clemens XIV. Und sein Vorgänger Papst Clemens XIII. Unter der Kontrolle von Lorenzo Ricci, dem General der Gesellschaft Jesu, standen. Auf Seite 110 in Herrscher des Bösen können wir lesen, Zitat: Papst Clemens, bei dem mit einiger Wahrscheinlichkeit von einer Submission, also einer Unterwerfung, unter Lorenzo Ricci ausgegangen werden kann. Zitat Ende.
Und auf Seite 112 können wir lesen, Zitat, über den 76-jährigen Papst Clemens XIII., der eine Nacht zuvor durch einen Schlaganfall gestorben war, stand in der offiziellen Sterbeurkunde, dass es ein Herzinfarkt war, der durch den Druck der bourbonischen Diplomaten verursacht wurde. Ende Zitat. Aber uns ist bekannt, dass die Jesuiten die absoluten Meister des Giftes sind. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber es gibt einen Fall, in dem sie in den Vereinigten Staaten von Amerika einen Präsidenten beseitigen wollten, und sie haben mehr als 60 Menschen an dem einen Abend nach einem Dinner durch Tee trinken, durch vergifteten Zucker, vergiftet. Der Präsident hat den Anschlag übrigens überlebt. Ich glaube, das war Harrison. Das findet ihr, wenn ihr da Interesse für habt, in den Videos von Behind the Door, die ich auf meinem Kanal hochgeladen habe. Das sind Lesungen von Bill Hughes. Und da habe ich im Augenblick, glaube ich, 4 Videos von hochgeladen, also heute am 1. April. Und müsst ihr mal schauen, das ist da drin. Man kann ja auch nicht alles hier bis ins Detail erklären. Der Punkt ist aber, auf den ich hinaus wollte, der Papst hatte seine Aufgabe erfüllt. Und der nächste Papst, ein Protégé von Ricci, konnte das Amt übernehmen. Alles lief nach Plan und entsprechend der biblischen Prophezeiung aus Offenbarung 13, Vers 3, Zitat, und ich sah seiner Häupter eines, als wäre es tödlich wund. Ende Zitat. Und wenn die Protestanten überzeugt sind, dass der Papst entmachtet ist und die Jesuiten gebannt sind, was gibt es dann, über das man sich sorgen sollte? Brillant orchestrierte Ricci das Geschehen, so dass die biblische Prophetie wahr wurde. Er täuschte die ganze Welt und diese fühlte sich sicher vor ihrem alten Feind. Man muss zur Kenntnis nehmen, wie brillant diese Schritte waren, indem Gott seinen Wachleuten erlaubte, sich zum Schlafe zu betten. Das Ergebnis berührt uns noch heute, wo die römisch-katholische Kirche hinter den Kulissen des Geschehens das Geschehen bestimmt und die Jesuiten auf der ganzen Welt für ihre wundervollen Taten im Namen Jesu gepriesen werden. Sun Tzu schreibt, oder er die Jesuiten schreiben, da ich überzeugt bin, dass The Art of War von Sun Tzu in Wirklichkeit von den Jesuiten selbst verfasst worden ist. Zitat: Deine Armee, die daran gewöhnt ist, keine Ahnung von deinen Plänen zu haben, wird sich genauso wenig der Gefahren bewusst sein, die ihr drohen. Ein guter General zieht aus allem einen Vorteil. Aber er kann das nur deshalb machen, weil er in höchster Geheimhaltung agiert, weil er weiß, wie man besonnen bleibt und weil er alles geradlinig beherrscht. Zur gleichen Zeit werden seine Leute durchgehend in die Irre geleitet durch das, was sie sehen und hören. Er sorgt dafür, dass seine eigenen Truppen stets im Unklaren darüber sind, was sie tun müssen und welche Befehle sie empfangen müssen. Wenn seine eigenen Leute seine Pläne nicht kennen, wie kann der Feind sie dann kennen? Ende Zitat. Nun fragt euch, wer kontrolliert hier also wen? Sollte der nächste Papst, also mit anderen Worten, kontrolliert der schwarze Papst den weißen Papst, also der General der Jesuiten, kontrolliert er den Papst oder kontrolliert der Papst den General? Weil eigentlich schwört der General ja absolute Treue, Kadavertreue und Gehorsam an den weißen Papst. Aber ist das das wirkliche Machtverhältnis? Fragt euch also, wer kontrolliert hier wen? Sollte der nächste Papst für oder gegen die Jesuiten sein? Stellt Tapassorsi die nächste Frage in dem Buch. Die Entscheidung der Kardinäle für Lorenzo Ganganelli war ein Triumph für Lorenzo Ricci. Obwohl Ganganelli ein Franziskaner war, hatte er mit Jesuiten zusammengearbeitet, und zwar als besonderer Berater der Inquisition. Sein gefeiertes Buch Diatriba Theologica von 1743 war Ignatius von Loyola gewidmet. Darüber hinaus schuldete Ganganelli seine Wahl zum Papst buchstäblich Lorenzo Ricci, denn dieser war es, der seine Nominierung zum Kardinal in 1759 sponserte. Also ich spreche jetzt hier über den nächsten Papst, das heißt wir sprechen über Clemens den 14. Ja,
Clemens der 13. war weg. Entschuldigung, Clemens der 14. war weg. Wir sprechen jetzt über den nächsten Papst. Und der wird Ganganelli sein. Am 21. Juli 1773 kam Papst Clement der 14. schließlich seinem Versprechen nach, indem er die Breve Dominus ac Redemptor Noster unterzeichnete. Das heißt auf Deutsch, Gott und unser Erlöser. Und das ist halt die Bulle, die Jesuiten verbietet. Papst Clemens starb am 22. September 1774, dem ersten Jahrestag der Festnahme Ritschis. Er war 69 Jahre alt. Man sagte, dass er das letzte Jahr seines Lebens in tiefer Depression verbrachte, mit einer krankhaften, paranoiden Angst, ermordet zu werden. Sein Körper begann nach seinem Tod sehr schnell zu zerfallen, was Gerüchte nährte, dass er vergiftet worden war. Die Gerüchte wurden durch seine berühmten letzten Worte gestützt. Zitat: Gnade, Gnade, compulsus feci. Gnade, Gnade, ich wurde dazu gezwungen, es zu tun. Er ist auch berühmt für das folgende Zitat: Ach, ich wusste, dass Sie, die Jesuiten, mich vergiften würden. Aber ich dachte nicht, dass es auf so eine langsame und grausame Weise sterben müsste. Ende Zitat. Viele Jahre danach sollten sich die Historiker fragen, wen Ganganelli damit meinte. Gott? Einen rachsüchtigen jesuitischen Attentäter? Ritschi? Was war es, das er zu tun gezwungen worden war? Die Jesuiten abzuschaffen? Selbstmord zu begehen? Eine definitive Antwort auf diese Fragen wird's wohl nie geben, denn die persönlichen Dokumente und Habseligkeiten des Papstes lösten sich genauso schnell auf wie sein Fleisch. Was jedoch bekannt ist, ist die Tatsache, dass der Tod von Clemens dem 14. das Ansehen des Papsttums auf sein niedrigstes Niveau für Jahrhunderte senkte, wie es im Oxford Book of Popes geschrieben steht. Genau das konnte Lorenzo Ricci gebrauchen, um seine amerikanische Revolution geschehen zu lassen. Und ich sage euch, nehme das jetzt schon mal ein bisschen vorweg, hier in diesem Moment, dass Papst Clemens der 14., also Ganganelli, die Jesuiten verboten hat auf Befehl von Lorenzo Ricci. Das war sein Blown Cover as Cover. Das war seine Art und Weise dafür zu sorgen, wenn die Jesuiten als monastischer Orden verboten sind, dann können sie sich säkularisieren. Dann können sie in die Welt eintreten unter allen möglichen sogenannten zivilen Berufen und können nicht nur die Kirche unterwandern, wenn sie als offizielle Priester tätig sind, sondern sie können alle anderen Dinge auch unterwandern. Sie können Schulen unterwandern, Universitäten unterwandern, sie können Unternehmen unterwandern, sie können Gerichte unterwandern und. Und am Schluss weiß man gar nicht mehr, hat man es jetzt mit dem Jesuiten zu tun? Weil er ist ja kein Priester nach außen hin. Oder hat man es mit einem, zwischen Anführungsstrichen, normalen Menschen zu tun? Die Jesuiten verbieten zu lassen, war der intelligenteste Schritt von allen intelligenten Schritten, und er hat viele gemacht, die Lorenzo Ricci jemals gemacht hat. Aber es war alles von vorher geplant. Und es war alles von vorher in der Bibel geschrieben. Man lese Offenbarung 13. 13 ist eine interessante Zahl, deswegen fahren wir nächstes Mal im Kapitel 13 The Secret Bridge oder Die geheime Brücke auch fort. Aber für heute halte ich es bei knapp 55 Minuten. Ist ja doch länger geworden, als ich dachte. Ich habe halt viel selbst zu labern, neben dem Buch. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt was gelernt dabei. Und ja, dass ihr was gelernt habt dabei und dass ihr das auch weiter gebraucht, was ihr hier gelernt habt, für eure weiteren eigenen Studien. Und dass ihr seht, welch einer großen Lüge wir heute unterstellt sind. Eine ganz, ganz große Lüge ist das Leben, das uns so präsentiert wird. Und wir haben nur eine Chance, aus dieser Lüge aufzuwachen, und das ist, dass wir das Wort Gottes finden. Wisst ihr, Gott
tickt jeden auf die Schulter. Jeden. Weil er liebt jeden. Aber nicht jeder will ihn erhören. Viele Menschen ziehen es vor, weiter in ihrer Sünde zu verbleiben. Weiter, ja, in der Sünde zu verbleiben. Und sagen sich, das kann alles gut sein, aber mich interessiert das hier und jetzt. Ich will einen guten Job, ich will eine schöne Frau, ich will viel Geld, ich will viel Erfolg, ich will dies, ich will das. Und ich ziehe das alles dem sogenannten Spirituellen vor. Das ist doch alles nur Dünnfurz. Das interessiert mich nicht. Gott bleibt nicht auf die Schulter klopfen. Und ich bleib auch nicht denselben Leuten dieselben Sachen 50.000 Mal sagen. Ich mach das heute nur noch zweimal. Wer dann noch nicht hören will, bitteschön, seine Wahl. Kann ich nicht ändern. Man kann nicht jeden überzeugen. Aber man muss es versuchen. Und dafür mache ich unter anderem diese Lesung hier. Ich danke euch, dass ihr mir so wunderbar damit folgt, weil ich sehe, im Augenblick haben die ersten drei Videos knapp 4.000 Klicks bekommen. Da hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass das so gut angenommen wird. Und es freut mich, weil es zeigt mir ja auch, dass der Hunger nach diesen, ja, Weisheiten will ich jetzt nicht sagen, aber nach diesem Wissen, das in diesem Buch ausgedrückt ist und nach dem Wissen, das in der Bibel ausgedrückt ist, dass der Hunger nach diesem Wissen im deutschsprachigen Raum größer ist, als ich es ursprünglich angenommen hatte. Und das freut mich, wenn ich dazu beitragen kann. Also, ich schließe das jetzt hier ab. Nächstes Mal mache ich Kapitel 13. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Gott beschütze euch auf all euren Wegen. Gott segne euch. Und bis zum nächsten Mal. Joggler 66, Hour of the Truth, meldet sich ab. Bis dann. Tschüss.